So sieht das hier bei Dragon Mark 1 aus. Also, echt cool gemacht. Erinnert mich an Dragon Ball. Wie heißt der nochmal? Shang Long. Kennt ihr den? Guck mal, das ist der Eingang. So, wir gehen jetzt hier mal irgendwo parken. Hier ist auch übrigens 2 Stunden oder 3 Stunden, könnt ihr auf jeden Fall hier kostenlos parken. Sonntags ist in Dubai generell komplett kostenlos. Also egal, wo ihr eigentlich parkt, Malls oder so weiter, es ist meistens 3 Stunden kostenlos. Dubai Mall ist sogar komplett kostenlos. Und Wochenendtage oder Feiertage, da ist halt 24 Stunden dann kostenlos. So, wir gehen jetzt mal rein. Da vorne ist der Eingang. Man kann sogar den Burj Khalifa von hier aus sehen. So, wir gehen aber jetzt mal rein. Das ist der Haupteingang vorne. Und dann schauen wir mal weiter. Ich nehme euch heute mit. Und zwar sind wir heute im Dragon Mart zu Besuch. Es gibt Dragon Mart 1 und Dragon Mart 2. Und ja, ich werde euch zeigen, was es hier alles so gibt. Ich würde sagen, seid dabei und bis gleich. Wir sind jetzt hier im Dragon Mart drin. Gehen jetzt mal hier hoch. Ich glaube, wir sind hier zum Fashion-Abteil. Ihr könnt hier auf jeden Fall verhandeln. Und es ist gut verhandeln mit den Leuten. Ihr könnt hier alles auf Maß bestellen. Die Lieferung ist meistens inklusive. Guck mal hier, Sportgeräte für zu Hause. Hier ist wirklich alles. Fitnessgeräte. Also hier findet ihr wirklich von A bis Z alles. Der nebenan verkauft hier Taschen, Koffer. Gardinen nach Maß. Alle Farben. Hier habt ihr noch mehr für Wände. Ja, also ihr kriegt hier wirklich alles. Kunstrasen. Hier habt ihr auf jeden Fall Werkzeuge aller Art zum Schleifen, Schleifpapier, guck mal hier Geldzählmaschinen, Walkie-Talkies, guck mal hier Powerbanks, das ist auch sehr interessant, 120 ALD, das sind 30 Euro, das sind diese Starter-Powerbanks, habt ihr hier E-Scooter, mal sogar für Kinder E-Scooter, das sieht auch cool aus. How much kostet es, oder? 640. 640? 170 Euro. And this? 450. 450? 110 Euro. Ich habe keine Ahnung, was so eine Tasche bei uns kostet. Hier habt ihr sogar Kunstrasen aller Art. Künstliche Pflanzen. Und hier Bauwerkzeug. Bohrmaschinen. Gucken wir, was die hier so haben. Kameras, Rasiermaschinen, hier so Autosachen, LED-Leuchten, Hupen, hier OBD-Scanner sogar. OBD-Scanner Milano Road Power, was ist das denn? Also die haben hier echt alles, was man sich vorstellen kann, wirklich alles. Hier habt ihr Lampen ohne Ende. Schöne Lampen auch, ne? Ja, selbst Schrauben, Laden nur für Schrauben haben die hier, guck mal. Der ganze Boden ist sogar voller Schrauben. Laden nur mit Schrauben, also wenn ihr eine spezielle Schraube sucht, werdet ihr auf jeden Fall hier finden, bin ich mir sicher. Duschkopf mit Mercedes-Logo. Duschkopf mit Mercedes-Logo, meine Freunde. Waschbecken. Sieht aber schön aus. Badewannen. Die goldene Toilette sogar. Habt ihr einen Laden für Pflanzen. Also ihr könnt euch das hier richtig schön einrichten und richtig schön zu Hause machen. Guck mal hier, was wir ein Safe hier haben. Oh Junge, das sieht ja aus wie so bei einer Bank. 1800 AED, das ist nicht mal 500 Euro. Which is the safest what you have here? Safest like this or? This one have. This one 1 meter high. This one. 1 meter? Yeah. With some fingerprint and key. Ah, with key and fingerprint? Ja. Yeah. Also, das wird mit Fingerabdruck hier gescannt. Ah, krass. Und Schlüssel. Also, das funktioniert mit beidem. Junge, Junge, key Junge. And key. Finger together. Ah, okay, okay. Krass. Die sehen echt cool aus. Ich denke mal, du kannst ja auch, wie gesagt, einen Stoff selber suchen. Die Beine hier mit Leder sogar. Das sieht schon cool aus. Haben die auf jeden Fall E-Scooter auch ohne Ende.
Ja, ich finde diese Autos auch richtig cool. Die haben hier so richtig heftige Offroad-Autos hier. Die benutzen die sogar in der Wüste. Oh, hier, wie riesig die sind. Also das sind kleine Kleinsachen. Und das Ding hier. Was ist das denn? Krass, ist das mit Benzin getrieben oder was? Das ist with petrol? Yeah. Yes. Really? E-Scooter haben wir hier ohne Ende. Powerbanks haben wir auch. So Fahrzeugstarter sind das. Und hier, wie viele E-Scooter. Brother, what is the cheapest Scooter? This one. How much? 550. 550, also 130 Euro oder sowas. 20. Ja. 20 km fährt es. How long? 40 Kilometers? Range going like 20. Speed is 45. Speed is 45? Ja. 45 km und 20 km macht das Ding. 550. This is the last price, brother? Ja, yeah, this is the 530 I'll give you, no problem. Also ich denke auf 500 geht der auch. 500, das sind 125 Euro für so einen E-Scooter. Black also? Black. Sowas braucht man zu Hause. Was ist das bitte für eine Liege hier? Hier den Laden, den muss ich euch noch zeigen, was ich hier gefunden habe. Richtig coole Schlüsselanhänger und so Kleinigkeiten. Krass. Guck mal hier, was für so kleine Helme. Richtig cool, richtig nice. Guck mal hier, Pokémon. Bitcoin-Münze. Hier, das sieht aber cool aus mit diesem Carbon drumherum. Das ist so für die Autoschlüssel. Und überall so kleine Schlüssel. Ihr könnt hier euer komplettes Haus oder die komplette Wohnung einrichten. Sei es Elektrogeräte, Möbel, alles was ihr wollt, haben die hier. Ich hoffe, das Video hier aus dem Dragon Mart hat euch gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Ciao, meine Freunde.